Das Fotografieren hat mich euphorisiert. Und es gab mir eine Stimme. Als ich anfing, meine Arbeiten zu zeigen, stieß ich auf heftigen Widerstand. Vor allem bei männlichen Kollegen und Galeristen. Die sagten, das ist keine Fotografie. Man fotografiert nicht sein eigenes Leben. Nan Goldin hat einen Namen in der Kunstwelt. Die Fotos waren sehr politisch. Es ging um Macht. Vor allem um die Macht, die Männer über Frauen haben. Und wie sich diese Macht in der Gesellschaft widerspiegelt. 100.000 Tote! In der Kunstwelt und bei Museen präsentieren sich die Sacklers als Philanthropen. Doch dahinter verbirgt sich Big Pharma, Sucht und Tod. Meine Wut auf die Sacklers ist persönlich. Sie haben so viel Profit mit dem Schmerz von Menschen gemacht. Da muss man wütend sein. Nan sagte, bringen wir sie zu Fall. Wird das meine Karriere zerstören? Und ich sagte, wahrscheinlich. Wir verlangen, dass das Met, der Louvre, die Tate, Spenden der Sacklers ablehnen und ihren Namen entfernen. Die Reichen haben Angst, dass wir aufdecken, womit sie Geld machen. Sacklers List täglich ist! Dieser Sinneswandel war ein echter Durchbruch. Es reicht! In der Gesellschaft hält man die falschen Dinge geheim. Und das zerstört die Menschen.